Er ist endlich wieder bei ihr. Jasmin Tawil und ihr Söhnchen Ocean, glücklich vereint an der Nordsee. In Husum treffen wir die Ex-GZSZ-Schauspielerin und Musikerin. Nach rund 3 Monaten hat sie ihren 4-jährigen Sohn Ocean wieder zurück. Riesengroße Erleichterung. Es ist das schönste Gefühl auf der ganzen Welt, endlich wieder meinen Sohn bei mir zu haben. Ich bin einfach überglücklich und dankbar. Ich bin vor allen Dingen dankbar, dass er das so gut überstanden hat, dass er es so gut verkraftet hat. Mein Sohn ist einfach so stark und so eine frohe Natur, dass er wirklich, ja, also es gab keine Sekunde, wo wir gefremdet haben. Also, beziehungsweise ich hätte ja eh nicht gefremdet, aber mein Sohn hat nicht gefremdet. Wir haben uns einfach nur gefreut, uns endlich wieder zu haben, uns endlich wieder zu sehen. Am Mittwoch brachten Mitarbeiter des Kölner Jugendamtes das Kind per Bahn zu Tawil nach Husum. Damit geht ein monatelanges Drama zu Ende. Die Ex-Frau von Popstar Adel Tawil lebte mit Ocean und ihrem Partner Miguel seit 2021 in Costa Rica. Doch als die Liebe zerbrach, geriet Tawil in Schwierigkeiten. Weil sie innerhalb kurzer Zeit mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geriet, wurde Jasmin Tawil festgenommen, kam ins Gefängnis und schließlich in eine psychiatrische Klinik. Das Jugendamt nahm ihr Sohn Ocean weg, weil es das Kinderwohl in Gefahr sah. Also ich habe einen der besten Anwälte in Costa Rica und mir wurde sehr viel Unrecht getan und auch meinem Sohn, und auch allein für das Recht für meinen Sohn werde ich das Thema auf jeden Fall in Costa Rica aufarbeiten. Und ja, da sind noch so ein paar Baustellen und ein paar Rechnungen offen, sagen wir es mal so. Jasmin Tawil musste das Land verlassen und nach Deutschland zurückkehren, vorerst ohne den kleinen Ocean. Er wurde schließlich Mitte Mai ebenfalls ausgeflogen, kam aber erstmal bei Köln in einer Kindergruppe unter. Die Zeit war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit für mich, die ja einfach extrem an mir und meinen Nerven gezogen hat. Ich habe ganz viel. Es war unbegreiflich für mich, ehrlich gesagt, ohne meinen Sohn zu sein. Ich habe mich einfach. Es hat mich völlig aus den Seilen gerissen. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass er jetzt endlich wieder hier ist. Nun will Jasmin Tawil wieder durchstarten, mit einem neuen Management an ihrer Seite. Ja, und jetzt habe ich wirklich Konzerte dieses Jahr sogar. Ich freue mich so krass. Also Türen werden sich jetzt für uns öffnen. Und ich freue mich natürlich, Ocean auch Deutschland zu zeigen. Weißt du, ich habe ja auch 3 Jahre in Costa Rica jetzt gewohnt. Und gut, das Ende war nun wirklich mehr als nicht schön für uns beide. Aber dafür starten wir jetzt beide neu in Deutschland. Und weißt du, ich habe ja auch ein neues Management. Und ich habe schon neue Projekte, worauf ich mich freuen darf. Und ich fange jetzt auch einen Job ab nächsten Monat an, wo ich auch von zu Hause arbeiten kann. Das heißt, ich kann viel Zeit mit Ocean verbringen und freue mich einfach viel, viel mit ihm zu erleben. Und ja.